Hallo, willkommen aus Geschichte mit Pastorin Macy. Ich heiße Macy und ich arbeite als Pastorin in den USA. Uh, Meine Kirche, sie heißt Tabernacle und ich bin in uh, Oregon. Das ist der uh, Name meiner Stadt und auch mein Conference. Also, ich habe studiert im Seminar Schloss Bogenhofen als Sprachschülerin in 2006. Also es ist seit vielen Jahren, seit ich wirklich Deutsch gesprochen hatte. Also bitte vergeben Sie mir, mein Deutsch ist nicht so gut. Aber ich möchte eine Geschichte mit dir lesen heute Abend. Es kommt von einem Buch, der heißt Spaß mit Rätseln Kinder in der Bibel also heute wir lernen der geschichte samuel also jedes jahr ging hannah mit ihrem mann zum tempel um zu gott zu beten sie betete zu gott weil sie sich schon so lange etwas wünschte gott antwortete aus Hannas gebete und sie bekam einen sohn sie nannte ihn samuel als er etwas größer geworden war, brachte sie ihn zum Tempel. Hanne ging zum Priester Eli. Ich habe Gott um dieses Kind gebeten, sagte sie ihm. Gott hat mein Gebet erhört. Jetzt soll mein Kind Gott dienen, wie ich es versprochen habe. Von nun an lebte Samuel im Tempel bei Eli. Und hier ist ein Bild der Samuel und auch Eli und Hannah, die Mutti Samuel. Eines Nachts, als Samuel im Bett lag, hörte er, wie jemand seinen Namen rief. Hier bin ich sagte er zu Eli. Aber Eli sagte, ich habe dich nicht gerufen. Geh zurück ins Bett. Als Samuel wurde wieder gerufen, da merkte Eli, dass Gott Samuel rief. Er sagte zu Samuel, dass er Gott zuhören sollte. Jetzt sind mehr Bilder. Eli und auch Samuel. Und das ist die Ende dieser Geschichte. Ich hoffe, der hat ein gutes Nacht und ich will dich später sehen. Tschüss.